heute bei Wer Weiß, denn sowas? Thore Schölermann im Team mit Bernhard Hoecker. Und sie spielen gegen Lukas Rieger und Elton. Danke fürs Einschalten, meine Damen und Herren. Wir sind da wirklich sehr demütig und freuen uns immer wieder aufs Neue, wenn Sie dabei sind. Und sagen danke. Schön, dass Sie genauso viel Spaß an unserer Sendung haben wie wir auch hier im Studio. Hoffe, es bleibt heute so und wird nicht anders sein. Wir haben Thore Schölermann zu Gast, meine Damen und Herren. The Voice Kids. Und auf der anderen Seite Sänger und YouTube-Star Lukas Rieger. Lukas ist ja noch sehr jung, wir alle waren mal sehr jung und dazu passt auch gleich die spannende Information zum Anfang. Wussten Sie eigentlich, dass Johnny Depp, wir alle kennen ihn, ja, Fluch der Karibik, als Jugendlicher Kugelschreiber übers Telefon verkauft hat? Oh. Er war jung und brauchte das Geld. Ja. Da muss man einige verkauft haben. Ja. Heute sieht das anders aus. Ja, ne? Heute sind die Jungen, die das Geld brauchen, da. Ja. Ja, und die Jungen, die das Geld haben, sitzen neben dir. Ja. 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 Wir haben auch heute wieder 12 Kategorien im Angebot, aber erstmal schauen wir, wie sich unser Publikum verteilt hat. Hinter Bernhard und Thore Schölermann sitzen heute 64 Zuschauer. Hinter Elton und Lukas Rieger 54. Macht euer Publikum, eure Zuschauer glücklich. Ihr habt die freie Auswahl. Hier sind die 12 Kategorien auf unserer Wand. 12 Kategorien heute sind Urlaub, USA, Handwerker, Fußball, Essen und Trinken, Clever, damals, Fragezeichen, im Grünen, andere Länder, andere Sitten, unser Körper und Trick 17. Thore und Bernhard können beginnen. So, die Frage erstmal, womit kennst du dich denn besonders gut aus? Mit allem. Ich kann ja das eine Kategorie nennen, wo der Bernhard sich nicht so gut auskennt. Ja, ja. Sport, ne? Fußball. Ganz... Ich auch nicht. Sehr gut. Okay, ihr habt auf jeden Fall Fußball am Ende, das können wir schon mal sagen. Okay, aber das weiß Elton noch besonders gut. Vielleicht sollten wir es einfach probieren, weißt du, um dann so einen Joker von denen wegzunehmen. Das ist so eine Taktik. Sollen wir das machen? Wir fangen direkt mit Fußball an. Wo wir keine Ahnung davon haben? Wir nehmen Fußball. So, da guckt er, ne? Da guckt ihr. Super geil. Da! Was haben wir getan? Wenn der 1,63 Meter große italienische Fußballspieler Lorenzo Insigne in ein gegnerisches Stadion einläuft, A, betritt er auf allen Vieren den Platz, B, knien sich die gegnerischen Fans hin oder C, bekommt er das größte Einlaufkind zugewiesen? Also, das mit den gegnerischen Fans, das würde ich jetzt mal ausschließen, weil warum sollten sich die gegnerischen Fans vor einem Spieler hinknien, das glaube ich nicht. Das mit dem, das größte Einlaufkind, das ist so ein Ego-Ding von den Fußballern, die haben ja oft... Du meinst, er hat aus Ego einen, der noch größer ist als er? Was für ein Ego muss der Mann haben? Nein, pass auf, genau. Er dachte, das wäre cool, den Größten dazu haben, aber hat gar nicht gemerkt, dass er sich selbst ein Ei gelegt hat. Dass er dadurch immer total klein aussieht. Und das hat er bis heute nicht verstanden. So, also, da guckt ihr alle. So, dann betritt er auf allen Vieren den Platz. Ich glaube, das habe ich schon mal gesehen, gehört, gelesen oder mir hat es einer erzählt. Vielleicht habe ich es auch einfach nur gespürt. Oder ich habe es geträumt. Oder ich habe es mal selber aufgemalt. Aber ich habe keine Ahnung. Wir haben jetzt nur über die Antworten gesprochen. Lass uns mal über den Typen. 1,63 ist der groß. Wie groß bist du? Eins auch, ungefähr. Also, ist der groß oder ist der groß oder klein? Das meine ich nicht. Ich sag mal so. Meine Größe steckt in seiner Größe drin. Das ist ich bin eine Untergruppe von ihm. Ich bin 1,60, so groß, ungefähr so groß, 3 cm. Also das ist, sagen wir mal, jetzt nicht riesig. Deshalb wäre es Blödsinn, den Größten zu nehmen. Nein, das ist ja der Witz.
Deshalb machen die das ja, weil er der Kleinste ist, kriegt ja das größte Kind. Meinst du, dass so witzig ist? Du hast doch gerade eben von Groß und Klein erzählt. Oh Gott. Man merkt, wir haben tatsächlich keine Ahnung, aber... Echt? Er betritt, aber das ist... Würde ich jetzt auch sagen, das ist eigentlich so eine typische Sache, Fußballer einfach sagen, aufzufallen. Du hast die ganze Zeit gesagt C, 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 jetzt sage ich A und du, ja, das würde ich auch sagen. Das würdest du nicht sagen, du hast C gesagt. Das Absurdeste wäre aber B. Und was mal? A. Mhm. Und wenn das nicht stimmt, Bernhard, war es die letzte Entscheidung, die du heute getroffen hast. Das ist richtig. Nein, bloß nicht, dann nimmt das ihn böse. Der 1,63 Meter kleine Lorenzo Insigne hat es aufgrund seiner Körpergröße auf dem Fußballplatz schon seit seiner Kindheit schwer gehabt. Dennoch schaffte er es zum Spieler des SSC Neapels und in die italienische Nationalmannschaft. Auch vor den Spielen muss er sich regelmäßig beweisen. Bei Auswärtsspielen bekommt er zum Einlaufen immer das größte Kind zugewiesen. Das ist meistens sogar genauso groß wie er. Insigne selbst nimmt diesen Verunsicherungsversuch stets mit Humor. Das ist immer in gegnerischen Stadien. Das ist natürlich ein Ding. Es steht da in der Frage. Du musst die Frage richtig lesen. Ja, sorry. Du sagst dir die ganze Zeit A, ich hätte C sofort genommen. Es bleibt bei 0 Euro erstmal, aber es war es der Anfang. Wir können es direkt besser aber jetzt machen. Aber unsere Taktik war ja eh, Elton. Den Punkt macht er nicht. So, und wir auch. Damn. Also ich bin nicht gut im Handwerken. Nicht gut im Handwerken? Okay. Aber bist du gut im Essen und Trinken? Ja. Gut, Essen und Trinken. Gott, das ist ja einfach. Trockenfrüchte werden oft geschwefelt, um die Haltbarkeit zu verlängern und A, das Nachdunkeln zu vermeiden, B, Vitamine zu erhalten oder C, das Schrumpfen der Früchte zu verhindern. Hast du echt schon mal gehört? Also C kann ich mir nicht vorstellen, weil die schrumpfen. Also die schrumpfen mir. Nicht? Doch, die schrumpfen mir. Also wenn du einen Apfel hast und du lässt ihn trocknen, dann schrumpft der. Wenn du Trockenpflaumen hast, dann schrumpft der. Ja, muss man entgegenwirken. Kriegst gleich ein neues, Lukas. Alles gut. Vitamine könnten halten bleiben, oder? Wenn die geschwefelt werden. Was heißt nachdunkeln? Das heißt, dass sie, wenn die dunkler werden, noch dunkler werden. So ein Apfel, der aufgeschnitten wird, wird er dunkel. Das meint ihr damit, oder? Nachdunkeln, ja, also... Ja. Ich glaube, es ist das A. Das ist A? Das macht so viel Sinn, oder? Aber warum macht das Sinn? Warum soll... Die werden geschwefelt, damit... Das Nachdunkeln zu vermeiden. Ja, damit es nicht so nachdunkelt. Ich glaube, es ist es nämlich gewesen. Wahrscheinlich ist das echt... Ich glaube echt, es ist A. Weil, du hast recht, wenn du einen Apfel hinlegst, wird der dunkel, wenn du den nicht behandelst. Genau. A. Wir müssen natürlich gucken, ob es stimmt. Ja, stimmt, ist gut. Der Zusatz von Schwefel in vielen Trockenobstsorten, wie zum Beispiel Aprikosen, hemmt das Wachstum von Bakterien und verlängert so die Haltbarkeit. Es zerstört aber auch einen Teil der Vitamine. Darüber hinaus dient Schwefel auch als Antioxidationsmittel, indem es die Wirkungsweise von Enzymen hemmt. So wird das Nachdunkeln verhindert und geschwefeltes Trockenobst behält im Vergleich zu naturbelassenem länger seine Farbe. Sehr gut. Sehr guter Einstand. Die ersten 500 Euro für euch. So. Jetzt nehmen wir vielleicht was, wo wir uns vielleicht doch ein bisschen besser mit auskennen. Handwerker? Ja. Handwerker. Ich gucke mir nur dieses Hemd an und wenn jetzt um Sägen und. Wenn ein Handwerker eine Waschmaschine zur Reparatur mitnehmen muss, dann kann A. dies nicht mehr als haushaltsnahe Dienstleistung abgesetzt werden, B, der Garantieanspruch beim Hersteller verfallen oder C, der Kunde eine kostenlose Ersatzmaschine verlangen. Dann kann dies nicht mehr als haushaltsnahe Dienstleistung abgesetzt werden. Was ist eine haushaltsnahe Dienstleistung? Das heißt, das ist die Handwerkertätigkeit am, im und ums Haus. Richtig. So. Der Garantieanspruch beim Hersteller verfallen. Warum soll der denn verfallen, wenn die das Ding mitnehmen? Deshalb ja kann. Wenn es ein anderer ist, irgendein Handwerker, der Schreiner zum Beispiel, nimmt deine Waschmaschine mit. Es geht ja schon in eine ganz interessante Richtung. Hm.
Also die sind nicht mehr als, ich glaube, es ist A. Ja, ich finde die Art zu langweilig und jetzt zu fragen, finde ich aber auch schwierig, weil ich kann mir gar nicht vorstellen, dass unser Publikum da jetzt sagt so, ja, den Fall hatte ich. Meinst du? Unser Publikum aber auch nicht ist einfach, es dem Thore recht zu machen. Ja, ein besonderes Publikum. Die eine Hälfte ist Handwerker und die anderen hat eine Waschmaschine. Hm? So, und was machen wir jetzt? Schon, also, dann fragen wir es. Wir fragen das Publikum. Wir fragen das Publikum. Und jetzt sagen die A und dann sind wir aber froh, weil es stimmt. Und ich glaube, die haben gerade. Hatte jemand von euch schon mal eine kaputte Waschmaschine? Hm? Nein? Welche Firma habt ihr? So! Oh. Jetzt! Die Frage ist natürlich, ob das ein gutes Zeichen ist, dass er jetzt so lange gewartet hat. Grüß dich. Hallo. Wie heißt Frank. Du? Vier bist du Besitzer einer Waschmaschine, Frank? Ja, aber sie war noch nie kaputt. Alles klar, du wolltest jetzt einfach ich mal Hallo sagen. Bevor keiner aufsteht, dachte ich. Gut. Ne? Was also tippst ich würde B sagen. Alles klar. Du sagst der Garantieanspruch. Darum geht's. Alles klar. Gut, wir haben das festgehalten, Frank, und schauen jetzt gemeinsam auf die Lösung. Macht die Waschmaschine schlapp, ist der Ärger groß. Die meisten legen die Reparatur des Geräts in die Hände eines Fachmanns. Bei einem solchen Handwerkereinsatz lassen sich 20% der anfallenden Arbeitskosten von der Steuer absetzen. Jedoch nur, wenn die Reparatur im eigenen Haushalt erfolgt. Nimmt der Handwerker die Maschine mit, lässt sich die Arbeit daran nicht mehr als haushaltsnahe Dienstleistung geltend machen. Ah! Es ist Antwort A, Frank. Aber du hast geholfen, du hast versucht zu helfen, so will ich sagen. Wir kommen auf jeden Fall weiter. Es ist ja noch nichts entschieden in der Sendung. Nur für den Moment heißt es, es bleibt erstmal bei 0 Euro bei euch. Das heißt, dass wir eine Menge gelernt haben. Ja. Trick 17. Trick 17. Roggenmehl eignet sich hervorragend. A. Zur Haarwäsche. B. Zur Nagelpflege. Oder C. Zum Verdichten der Wimpern. Zum Verdichten der Wimpern, zur Haarwäsche. Das kann ich mir nicht, ich glaube. Ja, also klar, also es gibt ja so Bier, so Hefe, Hopfenmalz ist ja eigentlich auch immer gut fürs Haar. Zur Nagelpflege. Also Nagelpflege beinhaltet doch, was macht man bei der Nagelpflege? Außer feilen und schneiden. Schneiden. So, also B weiß ich nicht, nee. B würde ich ein bisschen ausschließen. Ich glaube, B würde ich auch ausschließen, ja. Verdichten der Wimpern. Das kann natürlich sein, was ist denn so, ich meine, das wissen wir wahrscheinlich weniger, aber was ist denn so in so ein Mascara-Zeug oder Augenwimpern-Zeug, was ist denn da drin? Ne? So ein Gelee, so ein... Ja, aber vielleicht, wenn du Roggenmehl auch flüssig machst. So, A oder C? Lass uns einfach A nehmen, oder? Ich bin so unsicher, aber es... Für wir nehmen A. Ja. Echt A? Ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, wenn ja, das schon ja. So anfängt. Oh. Roggenmehl ist reich an Mineralstoffen, Vitamin B5 und hat den gleichen pH-Wert wie unsere Haut. Werden 4 bis 5 Esslöffel in 250 Milliliter lauwarmes Wasser gegeben und verrührt, entsteht eine gelartige Masse. Diese sollte zunächst 2 Stunden ruhen und schon ist es fertig, das selbstgemachte Roggenmehl-Shampoo. Es bindet Fett und Schmutz an sich, trocknet die Kopfhaut nicht aus und ist voll natürlicher Inhaltsstoffe. Nach dem Auswaschen ist das Haar schön glänzend, seidig und weich. Sehr gut, richtige Antwort. So, jetzt habt ihr es euch zweimal angeguckt, wie es geht. Wirklich, ey, das kann doch nicht wahr sein. Sag, was du willst. Also ich wäre jetzt für im Grün. Ohne Konjunktiv. Ich bin für im Grün. Warum können sich Chili-Pflanzen trotz ihrer extremen Schärfe in der Natur verbreiten? A. Käfer benötigen die Samen zur eigenen Fortpflanzung. B. Vögel können keine Chili-Schärfe empfinden. Oder C. Affen verwenden die Schoten zur Desinfektion. Deine Kategorie, deine Frage, deine Antwort, meine Damen und Herren. Schauen Sie sich diesen Mann an, wie er das Problem alleine löst. Nach der Werbung. Aber wir haben keine Werbung, ne? Okay, also, kriegen wir hin, also, wenn wir im Trocken Käfer schauen. Benötigen die Samen zur eigenen Fortpflanzung. Dann ist das ein, pass auf, jetzt kommt ein Wortwitz, scharfer Käfer, aber ich glaube nicht, dass er sich vermehrt. Scharf, verstehst du? So, deshalb glaube ich A nicht.
Affen verwenden die Schoten zur Desinfektion. Das kann natürlich sein, aber der Affe hat eher Schleimhäute wie wir. Das heißt, der desinfiziert damit seine Haut. Oder innerlich will er sich damit desinfizieren durch die Schärfe, geht das? Ja, ja. Und dann isst er sie auf und kackt sie irgendwo wieder aus. Entschuldigung. Macht irgendwo dann hin. Er löst sich. Löst sich, ja genau, das sagt man in der Natur. Genau. Er löst sich irgendwo hin. Das fände ich, eigentlich ganz schön. Nein, also aber schön, ich, glaube eher, dass, das B ist. Vögel haben keine Schleimhäute so wie wir. Und deshalb ist denen das total egal. Die Frage ist höchstens, essen Vögel überhaupt Chili? Nein. Weil das sind ja, nee, ne? Das sind ja, warum nicht? Ich habe noch nie einen Vogel Chili-Pflanzen. Ja, stimmt, aber du hast natürlich schon Affen gesehen, die sich mit Schoten desinfizieren. Naja, das stimmt. Aber das würde ich zumindest gerne sehen. Ja, aber die... B, es sind die Vögel. Wahrscheinlich... Deshalb gibt es auch die Chili überall, weil die Vögel das in die ganze Welt gebracht haben, weil sie nämlich keine Schärfe empfinden, wie Bernhard schon gesagt hat. Es gibt auch Chilis da, wo es keine Affen gibt. So. Er nimmt B. Wir nehmen B. Nein, wir sind uns jetzt das erste Mal einig und das ist, wenn, sind wir jetzt beide falsch. Ja. So, wie verhält es sich jetzt mit Vögeln und Chili? Der in Chili enthaltene Stoff Capsaicin stimuliert bei Säugetieren die Schmerzrezeptoren und verursacht daher das uns bekannte Brennen. In der Natur lassen Säugetiere daher in der Regel die Finger von den scharfen Schoten. Um sich dennoch auf natürliche Weise verbreiten zu können, sind Chilipflanzen auf Vögel angewiesen. Denn ihnen fehlt ein Rezeptorprotein, das auf Capsaicin reagiert. Vögel können daher keine Chilischärfe empfinden. Die ersten 500 Euro. Und jetzt der beste Spruch des Abends. Vögeln kennst du dich einfach aus. Ja! Wie sieht es hier gar nicht? Easy ist hier rein gar nichts. Aber ich würde trotzdem gerne clever nehmen. Hm? Echt im Urlaub. Das ist Wer keine Blattläuse auf dem Balkon oder im Garten haben möchte, platziert dort keine Pflanzen. A. Einen mit Sand gefüllten Eimer. B. Ein Hochbeet mit Koriander oder C. Ein Holzblock mit Löchern. Boah. Hä? Ein Sand. Hast du einen mit Sand so gefüllten Eimer? Ja, ja. Sie da reinfallen oder warum? Keine Ahnung. Ich glaube, ein Hochbeet mit Koriander ist auch eine Pflanze. Koriander ist ja gewürzt. Kann sein, dass der Geruch die anzieht. Und dann gehen sie alle auf das Korianderblatt und alle sind alle oder eben Pflanzen. Nicht. Eben nicht anziehen. Also das wäre genau das Gegenteil. Oder ja. Ach ja, so wie bei Mücken. Genau. Das ist sehr schlau. Oder einen Holzblock mit Löchern. Aber wieso das denn? Wieso denn Holz? Ich überlege gerade, wie ob du mit einem Holzblock mit Löchern dieses klassische hier Insektendings hinbauen, Insektenkasten. Und dass da denn vielleicht sehr viele Marienkäfer einziehen. Und die dann die Blattläuse fressen. Ja, es ist... Nee, ich glaube... Sehr schön. Wenn da geklatscht wird, kann das falsch sein. Oh. Publikum, oder? Also, okay, wir fragen das Publikum. Komm, fragen Publikum. Wir fragen das Publikum. Ah, der war schon die ganze Zeit. Oh, das. Oh. Ich weiß nicht, wann das letzte Mal jemand mit so viel Überzeugung aufgestanden ist. Ja. Ja, hallo. Hallo. Ja. Rainer. Hallo, Rainer aus? Hamburg. Aha. Besitzer eines Gartens. Kleingarten. Ja, oh. Wie lange schon? 6 Jahre. Und so richtig Kleingartenverein auch? Ja. Könnte natürlich sein, wenn du das jetzt falsch beantwortest, dass du aus dem Kleingartenverein fliegst. Ja. Okay. Aber versuchen wir es mal. Würde ich mir überlegen. Also ich würde sagen, der Holzblock mit den Löchern. Weil wir haben ein Insektenhotel bei uns am Baum hängen und da nisten sich Insekten ein, die auch die Blattläuse fressen. Oh. Boah. Heißt das wirklich Insektenhotel? Das finde ich total schön. Ja? Richtig. Oh, guck mal. Na, vielleicht übernachten wir da demnächst auch mal. Okay.
Im Frühling können Blattläuse schnell zur Plage werden. Ein umweltschonender Trick, die Tiere loszuwerden, ist das Anlocken ihrer natürlichen Fressfeinde. Nisthilfen locken Grabwespen und Lehmwespen an, deren Larven die Blattläuse fressen. Auf einem Hartholzblock aus Eiche werden 2 und 9 mm große und 10 cm lange Löcher gebohrt. Die Bohrungen ausklopfen und die Oberfläche abschleifen. Fertig ist das Insektenhotel. Rainer, ich glaube, du darfst bleiben. Ja. Viel Erfolg heute Abend. Ha. 1.500 Euro jetzt bei euch. So, nächste Kategorie. So, jetzt sag du doch mal was. Sollen wir USA nehmen? Bist du da so ein Freak? Nö, aber das hat man vielleicht mal gesehen. USA, wir können so lange überlegen. Wir nehmen schon mal USA. Ja. Was willst du denn nehmen? Fragezeichen. Die texanische Siedlung Blowout erhielt ihren Namen wegen A. einer Rabattaktion im ersten Schnellrestaurant der USA. B. des vom Bürgermeister aufgestellten Rekords im Kerzen auspusten. Falsch. Oder C. eine durch einen Blitz hervorgerufene Fledermaus Kotexplosion. Auch falsch. Kommt da noch D? Rabattaktion im ersten Schnellrestaurant? Glaube ich nicht. Das erste Schnellrestaurant mit einer Rabattaktion war bestimmt in einer großen Stadt. Das halte ich die vielleicht mal irgendwann. Also ein Bürgermeister, der einen Rekord im Kerzenauspusten aufgestellt hat. Und deshalb nennen die gesamte Siedlung Blowout. Nein. Ganz ehrlich, ich glaube, das ist die Fledermaus-Kot-Explosion. Ja, auch wenn es eklig klingt. Weil Blowout klingt für mich total nach... Ich hatte sofort eine Explosion. Also ich war eigentlich, dass Öl rauskommt, hatte ich gehofft. So Blowout ist ein Begriff, den habe ich schon mal im Zusammenhang mit Feuerwehr und Rettung und... Wenn man nachts um 1 ins Hotel kommt und dann guckt man noch N24, so eine Doku, die 17 Mal dasselbe Feuerwerk zeigen. So. Und du hast mich noch nicht überzeugt. Das ist eine Verpuffung, ein Verpuffungsproblem. Der Blitz schlägt dann ein oder es ist sehr staubig, weil das ja alles sehr viele Kleinteile sind. Und dann gibt es, wie bei einer Mehlexplosion, gibt es dann BÄM! Ja, jetzt so weit. Ach, guck mal, so. Das kann ich mir total gut vorstellen. Texas, heiß. Und dann nennen die das ganze Ding Blowout. Komm, das mit dieser C, diese Geschichte, ich würde das auch gerne sehen. Du wolltest mir noch blind folgen. Nein, mach die Augen zu und sage C. Und jetzt wollen wir sie sehen. Die Fledermaus-Kot-Explosion durch einen Blitz? C. Bitte, wenn das so ist, dann... Hashtag Blowout. Bedeutet? Ja, sieht man immer wieder so, das bedeutet so viel wie große Fresserei. Ah ja, das würde ja. Aha. Und deshalb haben die Fledermäuse ganz viel gefressen, dadurch ganz viel geschissen, dann kam der Blitz und bumm. Die texanische Siedlung Blowout liegt etwa 60 Meilen von der Hauptstadt Austin entfernt. Sie wurde 1854 gegründet und trägt ihren ungewöhnlichen Namen, seitdem ein Blitz in einer nahegelegenen Höhle einschlug. Dadurch entzündeten sich die Gase, die sich durch riesige Mengen Fledermauskot angesammelt hatten, und es kam zu einer Explosion. Der Name Blowout war geboren. Also ich liebe wegen so welchen Sachen wirklich eure Sendung. Und irgendwie macht es mir auch Angst, wie du mit deinem Gehirn auf sowas kommst. Das aber das stimmt wirklich, was ich sage. Blowout steht natürlich für Auspusten oder auch wenn geplatzten Autoreifen, sagt man auch Blowout. Ja? Oder eben große, so wenn man so übermäßig viel isst. Okay. Tatsächlich. Hashtag Blowout. Gott, da hat sich das schon wieder gelohnt, zu euch zu kommen. Ja, so, weiter geht's. Aber ich will andere Länder, andere Sitten. Ja. Mhm. Ihr seid ja beide schon ein bisschen rumgekommen. Warum werden jedes Jahr am 31. März und 30. September im Kanton Zürich besonders viele Mietwohnungen angeboten? A. Es handelt sich um festgelegte Umzugstage. B. An diesen Tagen bietet St. Gallen Zuzüglern Gastgeschenke an. Oder C. Besondere Steuerregeln erhöhen die Mieteinnahmen. Muss das sein, was ich... Wow. Was Boah, keine Ahnung. Zürich. So, an diesem Tag bietet St. Gallen Zuzüglern Gastgeschenke an und darum werden Mietwohnungen angeboten.
Vielleicht haben sie feste, echt feste Umzugstage, um dann den, es zu erleichtern. Deswegen, aber warte mal, besonders viele Mietwohnungen angeboten. Weil dann die wissen, okay, es ist Umzugstage, deswegen wollen Leute umziehen. Und vielleicht kündigen dann sie bis zum 31. März die Wohnung und wollen dann umziehen. Aber warum sollte das Sinn machen? Was bringt das den Leuten? Ja, vielleicht ist es, was weiß ich, auch gesetzlich, arbeitsgesetzlich, dann kannst du da umziehen und musst nicht frei, die extra frei nehmen, weil du dann am 31. März und am 30. September umziehst. Ja, so, besondere Steuerregeln erhöhen die Mieteinnahmen. Im Ende März und Ende September. C ist ein bisschen komisch, warum, also klar, aber warum soll ich denn unbedingt dann einziehen? Wenn es teurer wird. Wenn es teurer wird. Nächstes Mal. Aber diese Fledermaus-Sache war auch so absurd. Deswegen denke ich mir, vielleicht machen die echt... Das war daran absurd. Ja, logisch. Ne? Also B ist schon irgendwie... Ich war erst raus für mich, dann, aber jetzt kommt gerade wieder ein bisschen rein. Ja, aber nur in St. Gallen gibt es Gastgeschenke in dem ganzen Kanton Zürich. Also dann müsste es ja nur in St. Gallen die Mietwohnung. Vielleicht ist das eine schwere... Das ist wahrscheinlich A. Das sind zwei Termine. Also das war meine erste Intention, war A. Wir nehmen A. A. Auch hier könnte Hashtag Blowout gut passen. Alles muss raus. Im Kanton Zürich werden in Mietverträgen üblicherweise zwei Termine im Jahr angegeben, zu denen Mieter ihre Wohnung kündigen können. An diesen ortsüblichen Kündigungsterminen sind daher rund 20 Mal mehr Mietwohnungen auf dem Markt als an anderen Tagen. Auch die durchschnittlichen Mietpreise sind günstiger. Wer außerhalb der sogenannten Zügeltage umziehen möchte, muss dem Vermieter einen solventen und zumutbaren Nachmieter anbieten. Auch in anderen Kantonen gelten solche ortsüblichen Kündigungstermine. Richtige Antwort! Mehr Sicherheit, mehr Verlässlichkeit für alle. So, ihr steht bei 2000 Euro. Wir hätten noch damals, na, wir haben, guck mal, Urlaub haben wir auch noch. Urlaub damals, das Fragezeichen und unser Körper. Du wolltest Fragezeichen. Mir wäre jetzt nach Urlaub. Aber nein, komm, Fragezeichen, sollen wir ein bisschen wild sein? Wir haben auch Fußball nicht gewusst, warum sollen wir dann Fragezeichen? Ja, wir nehmen Fragezeichen. Komm, gib uns das Fragezeichen. Ja. Musikfrage, pass auf. Beim sogenannten Waldi-Test. A. Wird Wander- und Laufstrecken ein Schwierigkeitsgrad zugewiesen? B. Werden Laternenmasten auf ihre Standfestigkeit überprüft? Oder C. Stellen Oktoberfestbesucher ihr Weizenbierwissen unter Beweis? Gute Wahl. Danke. Bernhard, fang noch mal an. Wander- und Lauf. Die haben ja tatsächlich einen Schwierigkeitsgrad. Ja, klar. Aber... Waldi-Test. Also das glaube ich, das ist mir zu plakativ. Wander- und Laufstrecken. Weil der Wald... Das ist eine Waldi ist eine Abkürzung. Ja. Da sehen wir uns schon mal. Ich glaube, das ist eine Abkürzung von irgendwelchen komischen Sachen, was getestet werden muss bei der Standfestigkeit von Laternenmasten. Weil... die anderen Sachen einfach wieder so komisch klingen. Also, Waldi... Hieß Waldi nicht das Maskottchen der Olympischen Spiele in München? Ach, fragst du mich? Lass mal gerade überlegen, wer hier noch am Tisch sitzt. Ich guck mal gerade. Ja. War das so? Weiß ich nicht, das war doch so ein... Das würde natürlich Sinn machen, wenn das Maskottchen so hieß. Damals haben die damals Weizenbier-Tests gemacht. So als, den gibt's heute noch. Okay. Wenn der so hieß, und das weißt du, dass der so hieß. Ja, nicht ganz sicher. Ich ziehe mal gerade meine Souveränität zurück. Aber ich sag mal ja. Was passiert dann? Dann hätte ich gesagt, dann muss es das sein. Sonst wäre ich bei B, weil das mit den Laternenmasten auf die Standfestigkeit zu überprüfen, das also ist für mich der Waldi-Test, weil da nämlich W, A, L, D und I getestet wird. Und das muss man natürlich wissen, wenn man eine Laterne aufstellt. Pass auf, ich habe keine Ahnung. Wie sicher bist du dir auf einer Skala von 1 bis 10, dass Waldi das Maskottchen... Minus 3. Siehst du, deshalb nehmen wir B. Zack, komm, hau mir raus. B. B. Der Waldi, das stell dir vor, das ist eine Laterne. Da kommt der Waldi.
dann gucken die, ob die stehen bleibt. Ja, nee, so einfach ist es. Baldi meint ja auch eher den Herrn Hartmann, ne? Ja. Baldi Hartmann könnte auch sein. Ach, deshalb kommen die. Ah. Alle lieben Baldi. Auch unter Hundehaltern erfreute sich der Name einst großer Beliebtheit. Die Vierbeiner wiederum heben gern an Straßenlaternen das Bein und tragen so zu deren vorschnellem Verfall bei. Im sogenannten Waldi-Test werden Laternenmasten daher auf ihre Standfestigkeit überprüft. Dazu wird Windbelastung simuliert, indem die Laterne in alle Himmelsrichtungen bewegt wird. Beschädigte und unsichere Masten können so ermittelt und später ausgetauscht werden. Ich habe es noch nicht gehört. Warum? Also wie heißt das? So, ihr steht bei 1.500 Euro. Ja, und ihr habt ja bisher hier ohne Fehl und Tadel gearbeitet. Damals nicht gut, glaube ich. Was? Damals, glaube ich. Nee, damals ist nicht so gut. In Urlaub waren wir schon mal, ne? Wir nehmen mal im Urlaub. Im Urlaub. Sehr, sehr gut. Laut Studien ist ein Urlaub besonders erholsam, wenn A. er 14 Tage dauert, B. in der Ferienregion maximal 20 Grad Celsius herrschen oder C. jeden Tag intensiv Sport getrieben wird. A. So sicher? Und schon eingeloggt. Du hast ja A, du weißt ja, ich hätte A gehört. Du, das ist, ja, brauchst, das ist ein Sprachcomputer, wenn Elton sagt A. Völlig klar. Du brauchst eine gewisse Zeit, wenn du da erstmal ankommst, bist du im Stress. Mhm. Wenn du wegfährst, bist du im Stress. Beim Wegfahren bist du wieder im Stress und du brauchst eine gewisse Zeit, um dich dann zu erholen. Aber ich bin mir da relativ, also sehr sicher eigentlich. Wenn du auch schnell eingeloggt wird, dann. Sehr ja, relativ, ein bisschen. Scheiße. Verschiedene internationale Forscher haben sich mit dem Thema Urlaub beschäftigt. Die Ergebnisse? Ein besonders erholsamer Urlaub geht ins Warme. Eine Maximaltemperatur wurde aber nicht festgestellt. Körperliche Aktivität steigert zwar den Erholungseffekt, doch zu intensiver, überfordernder Sport sollte gemieden werden. Und auch die Dauer hat einen Einfluss. Erst ab Tag 8 setzt die Erholung ein, ab Tag 14 gibt es keinen Zugewinn mehr. Finnische Forscher raten deswegen eher zu 2 14-tägigen Urlauben im Jahr statt zu einer besonders langen Reise. Wir beide hier. 2.500 Euro auf dem Konto. So, wir wissen schon ganz genau, was wir wollen. Ja. Dann? Wir hätten gerne nochmal die USA. Nein. Unser Körper. Ja, und zwar unser beider Körper. Da wollen wir was wissen, damit nämlich dann. Und nee, es hat nichts mit unseren Körpern zu tun. Ja, komm, hau raus. Welche Folge kann Bewegungsmangel im menschlichen Körper auslösen? Hat nichts mit unseren Körpern zu tun. Nee. A. Die Sehkraft nimmt ab. B. Nein. Das Bindegewebe fängt an zu verkleben. Nein. Oder C. Die roten Blutkörperchen bewegen sich langsamer als die weißen. Ja, was? Ach. Das Bindegewebe ist doch das, was die Haut mit dem darunter verbindet. Theoretisch. Ne? Wenn das verklebt, wäre es ja eigentlich gut, weil dann wäre es ja straff. Ach. Das heißt, wenn B richtig ist, fangen morgen alle an. Zu mich an. Welche Folge? Ich mich nicht bewege, ich habe aber auch eine Brille. Also, Ja, ja, und das. Sag mal was über die Geschwindigkeit deiner weißen und roten Blutkörperchen. Also, man sagt doch, Sport sei gesund. Mhm. Und vielleicht bewegen sich die Weißen vor allen Dingen. Moment, die Roten bewegen sich langsamer als die Weißen. Aber die sind doch im selben Blut. Oder bin ich jetzt. Die sind doch beide da drin. Die sind doch beide da drin. Ich habe kein weißes Blut. Keine Ahnung, das finde ich komisch. Das mit dem Bindegewebe, da bin ich immer noch so ein bisschen. Also, weil. Ich sag dir, ne? Nein, wenn man Bewegungsmangel hat, wird man ja dick. Wenn man trotzdem gleich viel isst. Genau. So. Das Bindegewebe fängt dann an zu verkleben durch Fett. Ist ja genauso wie dein komischen Blut. So, und mit der Sehkraft? Ich könnte mir vorstellen, dass tatsächlich, weil Bewegungsmangel einfach so schlecht ist für den Körper, Sehen zum Beispiel. Gott. Du meinst, dass die Fähigkeit. Wer bewegt sich besonders wenig? Schachspieler. So, die haben meistens eine Brille.
Ja, aber weil die sich wenig bewegen oder spielen die Schach, weil sie mit einer Brille einfach schlauer aussehen. Wo tendierst du denn hin? Ich find C irgendwie spannend. Ist irgendwie spannend, aber da, du hast keine ansatzweise eine Erklärung. Weil meine Erklärung mit dem Bindegewebe war ja schon echt ziemlich genial. Ja, es war eine Erklärung, das ist richtig. Und wenn sie richtig ist, war sie auch genial. Aber weil die verkleben wegen dem Fett. Das, also kann natürlich sein, aber dann ist das... Also können wir bitte bei dieser letzten Frage uns einig sein? Sag's. Es zählt eh erst eingeloggt, wenn ich es wiederhole. Also mach. B. Bist du sicher? Ich bin sehr gespannt. Mein Blut ist in Wallung. Bewegungsmangel kann das Wohlbefinden stark beeinträchtigen und Schmerzen auslösen. Grund dafür sind die Faszien, die als Bestandteil des Bindegewebes den gesamten Körper durchdringen. Bei mangelnder Bewegung verlieren diese flexiblen Fasern an Elastizität. Sie gleiten nicht mehr aneinander vorbei und beginnen zu verkleben. Verklebungen wirken auf Nerven und Muskeln. Forscher der Universität Ulm empfehlen daher mindestens zweimal in der Woche 5 Minuten federnde Bewegungen. Richtige Antwort. So, damit sind wir bei 2000 Euro. Es wird noch mal ein bisschen Druck aufgebaut. Aber Lukas und Elton könnten jetzt mit der 6. richtigen Antwort hier ins Finale gehen. Warum stellte das britische Unternehmen Robertson & Co. 1964 die Produktion eines bestimmten braunen Farbstoffs endgültig ein? A. Die britische Polizei wechselte ihre Uniformfarbe. B. Der Verkauf wurde wegen des hohen Opiumgehalts verboten. Oder C. Es gab keine gemahlenen ägyptischen Mumien mehr. Wow. Ganz so. Okay. 1964. Die britische Polizei wechselte ihre Uniformfarbe. Das glaube ich nicht. Weil selbst wenn die Polizei ihre Uniformfarbe wechselt, können die doch immer noch andere Sachen mit dem braunen Farbstoff machen. Klar. Die haben vielleicht Einbußen, aber nur weil die Polizei das wechselte, kann ich mir das nicht vorstellen. Auch nicht. Ah, das glaube ich nicht. Ist raus. Verkauf wurde wegen des hohen Opiumhabs verboten. Darum gibt es diese braunen Farbstoffe. Kann sein. Es gab keine gemahlenen ägyptischen wegen Mumien. Opium. Die hätten nur ägyptische Mumien benutzt. Das ist schon sehr, sehr absurd, aber es wäre eine Frage für Wer Weiß, sowas. Ich stelle manchmal so spooky Fragen. Schon. Wo bist du gerade mehr? C oder B? Immer noch bei C. Ich bin immer noch bei C. Einfach weil es absurd ist und hier absurde Fragen gestellt werden? So, auf. Ja, weil wenn. Aber Opium ja. Ja, dann machen die da was anderes rein als Opium. C. Ja. Oh Gott. Oh. C. Da ist sogar das gegnerische Publikum entsetzt. Schon im 16. Jahrhundert schwörten Künstler auf diese Farbe zum Schattieren oder zur Untermalung eines mehrschichtigen Ölgemäldes. Das Pigment war eine Mischung aus Myrrhe, Pech und gemahlenen ägyptischen Mumien. Über Jahrhunderte florierte der Markt mit Mumienpulver, dem man auch heilende Kräfte nachsagte. Noch bis ins Jahr 1964 bot der britische Farbenhersteller Robertson & Co. Mummy in der Tube an. Doch der Nachschub an Mumien war versiegt. Der Widerstand der Archäologen wuchs und die Produktion wurde eingestellt. Hat er gut gemacht. Sechs Fragen, 6 richtige Antworten, 3000 Euro. Jetzt kommt Kategorie Flüsse, Geografie und alles ist wieder weg. Ja. Eins steht fest, jetzt kommt das Finale. Die Kategorie, aus der die heutige Masterfrage kommt, ist Technik. Das ist 50-50. Nein, das war völlig, das ist halbe-halbe, hätte ich jetzt gesagt. Aber das ist das. Okay, Elton hat. Bernhard hat auf OK gedrückt. Beide haben ihren Geldbetrag gesetzt.
Volle Konzentration, 20 Sekunden habt ihr Zeit für die Beantwortung unserer Masterfrage. Welche technische Innovation feierte 2018 ihr 20-jähriges Bestehen? A. MP3, B. Bluetooth oder C. Livestreaming? Ihr habt 20 Sekunden. Ab jetzt! Aus. Wir waren uns einig. Wir waren uns echt einig? Wir waren uns einig. Wart ihr euch auch einig? Nee. Und wer hat entschieden? Wer hat entschieden? Es ist sehr schwer. Okay, gucken wir mal. So, ihr habt beide einen Betrag gesetzt. Es geht um ganz schön viel Geld heute. Also bleiben Sie dran. Verpassen Sie auf keinen Fall die Entscheidung. Willkommen zurück, meine Damen und Herren. Thore Schölermann spielt im Team mit Bernhard Hoecker. Die beiden haben 2000 Euro erspielt. Und auf der anderen Seite Lukas Rieger im Team mit Elton. Gerade auf Co-Tour Teil 2 in Deutschland, der Schweiz, Österreich wahrscheinlich auch. Und Luxemburg und Tschechien. Ach, spannend. Und heute, ihr habt 3000 Euro erspielt, mehr geht nicht. Und ich habe euch gerade folgende Masterfrage gestellt. Welche technische Innovation feierte 2018 ihr 20-jähriges Bestehen? A, MP3, B, Bluetooth oder C, Livestreaming? Bin gespannt, wie viel Geld ihr gesetzt habt. Bernhard und Thore haben gesetzt 1.000 Euro. Ja. Elton und Lukas haben gesetzt 2.500 Euro. So, jetzt gucken wir mal, auf welche Antwort ihr getippt habt. Bernhard und Thore haben getippt auf Antwort B. Elton und Lukas haben getippt auf Antwort B. Scheiße. So, MP3 hieß früher ISO MPEG Audio Layer 3. So hieß die Technologie ursprünglich mal. Und 1995 ging sie dann unter dem uns heute bekannten Namen MP3 in die Geschichte ein. 1995. Hm? Bleiben noch Livestreaming und Bluetooth. Das erste Livestreaming war ein Baseballspiel in den USA. Die New York Yankees gegen die Seattle Mariners. Bluetooth, die Bluetooth Special Interest Group. Die erste Übertragung war eine Maus an einen Computer. Sie entwickelte und vertrieb die Technologie. Die Bluetooth Special Interest Group. Oder ist das wurde gegründet 3 Jahre nach dem ersten Livestreaming eines Baseballspiels 1998! Lukas, Glückwunsch! Dankeschön, ja? War sehr cool. Ja, sehr cool sogar, denn ihr habt 5.500 Euro gewonnen und ihr habt 54 Zuschauer hinter euch. Das heißt für jeden von euch 101,85 Euro. Also auch was den Gewinn betrifft, heißt es heute Hashtag Blowout. So, vielen Dank. Ja, Spaß gemacht. Sehr schön. Bernhard, vielen Dank. Und besonders freuen sich auch die drei, die heute in der App mitgespielt haben, gewonnen haben. Genau, für euch gibt es 101,85 Euro. Also, danke fürs Zuschauen. Das war Wer Weiß, denn sowas für heute. Danke an Thore Schölermann und Lukas Rieger.
Schönen Abend noch und bis bald. Tschüss.